Guten Morgen, Shalom und herzlich willkommen zu diesem Frühstück. Der Vater im Himmel hat für uns heute was vor und hat uns was vorbereitet. Sind wir bereit zu empfangen? Das ist meine Frage. Ich will mich bereit machen zu empfangen, das was der Vater uns heute schenken will. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du meine Lippen segnest, dass du sie salbst, meine Gedanken, mein Herz, so dass ich weitergeben kann, das lebendige Wasser, dass es Ströme gibt, lebendige Ströme, die weitergeben. Und ich möchte nur vermitteln von dir der Quelle und will gerne jeden, der mir zuhört, einladen zur Quelle selber. Danke, dass du zu uns redest durch das, was Jesus gesagt hat. Danke, Heiliger Geist, du bist hier. Wirke und wehe, so wie du es willst. Führe uns in alle Wahrheit und gib uns das, was wir brauchen. Jedem Einzelnen das, was wir heute brauchen. Wir beten dich an, wir lieben dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Meine lieben Glaubensgeschwister, ich möchte euch heute weiterführen in dem Thema von Johannes 16. Jesus hat da so viele Schätze eröffnet. Und ja, ich habe jetzt heute 3 Verse genommen. Fast könnte man es noch teilen und teilen und über jeden Vers ein Thema halten. Ich versuche es kurz zu fassen und ihr dürft weiter denken, weiter graben und wir wollen einfach weiterkommen. Gott gibt reichlich im Überfluss. Ich habe das Thema überschrieben, der Vater gibt, weil er liebt. Johannes 16, 25 bis 28. Jesus sagt, das habe ich in Gleichnissen zu euch gesagt. Es kommt aber die Stunde, in der ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch rede, sondern frei heraus zu euch von meinem Vater sprechen werde. An dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Das habe ich im Gleichnissen zu euch gesagt. Wenn wir das Evangelium lesen, hören wir immer wieder, wie Jesus Gleichnisse bringt. Und er sagt, das Reich Gottes gleicht. Und es gibt so viele Gleichnisse. Das Reich Gottes gleicht einem Kaufmann. Es gleicht einem Sauerteig. Es gleicht einem Weizenkorn. Und so weiter und so weiter. So viele Gleichnisse will Jesus ihnen sagen. Oder der gute Hirte und die vielen Schafe. Und das einzige Schaf. Das sind so Gleichnisse, damit die Jünger damals, das war aus der Welt ringsherum. Jesus hat zum Beispiel irgendwas gesehen, da gab es Hirten, da gab es Felder, da gab es Seemänner, die im Frühling oder wann in Israel ausgestreut wurde, da wird es übrigens nicht nur einmal ausgestreut. Und Jesus hat immer wieder gesprochen, das, was die Menschen verstanden haben. Und dann, jetzt sagt Jesus, es kommt aber die Stunde, in der ich nicht mehr in Gleichnissen mit euch rede, sondern frei heraus zu euch rede von meinem Vater im Himmel. Ich habe mich gefragt, wann ist diese Stunde? Jesus sagt, es kommt die Stunde. Wir müssen immer wieder denken, Johannes 16, das ist vor dem Kreuz, kurz vor dem Kreuz. Und deshalb Jesus spricht
und bereitet seine Jünger vor. Heute wissen wir, was danach geschehen ist, nach dem Kreuz. Wir wissen zum Beispiel, dass Pfingsten wurde, der Heilige Geist kam, das, was Jesus versprochen hatte. Und die Jünger, die haben es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Aber Johannes hat sich das gemerkt. Er hat sich gemerkt, was Jesus gesagt hat. Und könnte sein, dass der Heilige Geist ihn später erinnert hat, dass er alles aufschreiben konnte, was wir heute lesen. Und ich glaube, so wie ich das verstehe, diese Stunde, die kam, als der Heilige Geist herunterkam. Das war ja nicht mehr weit, es waren Tage zu zählen. Jesus hat diese Rede gehalten, kurz vor dem Kreuz. Es muss der Donnerstag gewesen sein, vor dem Karfreitag. Das sind Stunden entfernt vom Kreuz. Und nach dem Kreuz wissen wir, am 50. Tag kam der Heilige Geist. Am 40. ist Jesus in den Himmel gefahren oder davor, am 3. Tag auferstanden, 40 Tage später in den Himmel gefahren. Wir haben es vor kurzem gefeiert. Und jetzt haben wir ganz kurz am Sonntag das Pfingsten erlebt. Und mein Wunsch ist, dass dieses Pfingsten nachwirkt und in uns einfach so viel hervorbringt, weil der Heilige Geist ist der Schlüssel zu allen Geheimnissen. Weil Jesus sagt, keine Gleichnisse mehr, sondern direkt vom Vater zu uns. Was er sagt, das dürfen wir hören. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, wie kann man sagen, Gott hat zu mir gesagt. Die glauben an sowas nicht. Aber das ist doch das Normalste in der Welt. Lebendige Menschen können reden. Und lebendige Götter, oder in diesem Fall Gott, ein lebendiger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der kann reden. Er sagt, ruft mich an und ich werde antworten. Und werde euch Dinge zeigen, von denen ihr nichts wisst. Und deshalb, es ist ein lebendiger Gott, von dem wir eine Antwort erwarten dürfen, sollen sogar. Wie sollen wir sonst klarkommen in dieser Welt, wenn wir es nicht wissen? Wir dürfen fragen, wir müssen fragen. Und Jesus sagt, an dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt habt und geglaubt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Der Vater hat uns lieb, weil wir an Jesus Christus glauben. Wir lesen in der Bibel immer wieder, Jesus ist der Schlüssel zur Rettung. Er ist die Tür, er ist der Weg, er ist der Schlüssel zum Leben. Er ist der Weg zum Leben. Und er sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich möchte ganz kurz erzählen, vielleicht hat es jemand schon, ich habe es manchmal erwähnt. Ich habe früher immer gebetet, so ganz früher in der Kindheit wurde ich gelehrt, zum lieben Heiland zu beten. Und das war immer so, ja, so ein bisschen weit weg entfernt, der liebe Heiland. Wir müssen ganz artig sein. Ja, natürlich, Amen, das stimmt. Aber später, wo ich von Jesus gehörte, der Herr Jesus, er ist König, er will angebetet werden. Und dann war es mir so furchtbar schwer, mich umzukrempeln und ich konnte es fast nicht über die Lippen bringen. Herr Jesus. Ich möchte dazu ganz kurz
Was sagen? Ich habe es mir überlegt und habe gedacht, der Heiland, Jesus ist der Heiland. Das ist seine Berufung oder sein Beruf. Er heilt, er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und wenn wir zum Doktor kommen, dann sagen wir auch, Herr Doktor, viele sagen das, höre ich. Der Doktor hat gesagt, aber da ist so ein verwischtes Bild. Man weiß nicht genau, welcher Doktor oder wie heißt dieser Arzt. Was ist das für ein besonderer? Und deshalb möchte ich uns Mut machen, den Herrn Jesus mit seinem Namen benennen. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und dann habe ich ganz lange immer zu Jesus gebetet. Und ich habe manchmal gehört, wie manche zum Vater beten. Aber das konnte ich gar nicht, also meine Zunge hat sich nicht bewegt, den Vater anzubeten, weil ich den Vater nicht gekannt habe. Und Jesus hat mir einmal eröffnet und hat mir dann gesagt, ich habe das gehört in meinem Geist, Irene, ich bin nicht das Ende, ich bin der Weg zum Vater, komm zum Vater. Ach, das war eine neue Erfahrung. Ich habe mich gewagt. Das war auch eine Überwindung. Hat gedauert, eine Phase, wo ich den Vater kennengelernt habe. Und heute gehe ich gleich sofort, wenn ich ins Gebet gehe, dann gehe ich gleich zum Vater. Aber nicht alleine, sondern mit Jesus. Und ich glaube, das ist richtig. Also ich habe Frieden und ich darf hören, was der Heilige Geist dann vom Vater bringt. Weil Jesus hat ja gesagt, ich werde ihn euch senden. Und deshalb, er spricht dann nicht mehr durch Gleichnisse, sondern direkt. Ich darf ihn hören mit Worten, die sind nicht unbedingt genau wie in der Bibel, aber die sind identisch. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel finden, was in der Bibel so ist. Und Gott redet zu mir in meine Situation hinein. Also das ist so herrlich. An dem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Wann ist der Tag? Die Stunde ist damals gekommen, an Pfingsten, wo der Heilige Geist mit Rauschen und mit Feuer heruntergekommen ist. Und die Jünger waren voll Heiligen Geistes. Und das Evangelium hat an jenem Tag, in jener Stunde, jeder verstanden, 15 verschiedene Völker. Und die haben ihre eigene Muttersprache gehört. Das Evangelium, glaube ich wirklich, da bin ich überzeugt, dass jeder Mensch in seiner Muttersprache hören muss, hören darf, verstehen darf. In der eigenen Muttersprache, das Evangelium, die frohe Botschaft. Der Vater gibt so gerne, weil wir Jesus lieben und glauben, dass er gesandt ist von Gott, von dem Vater. Jesus hat uns den Vater vermittelt und damals den Jüngern. Die Jünger haben es noch nicht so richtig verstanden. Ja, du sagst, ich und der Vater sind eins. Ja, wie ist das zu verstehen? Die Jünger haben ihre Fragen. Auch wir haben unsere Fragen. Aber lasst uns ihm vertrauen. Wenn er sagt, dass wir zum Vater gehen dürfen, dann lasst uns zum Vater kommen. Wir dürfen das nicht nur einmal am Tag. So oft wir Hilfe brauchen, so oft wir Fragen haben, nicht nur in unserem stillen Kämmerlein, wir dürfen mitten im Trubel des Tages, dürfen wir Fragen und Antworten bekommen. Gott ist ein redender Gott. Manchmal müssen wir auch was aufschreiben, wenn er was spricht, dass wir es nicht vergessen. Wir sind manchmal vergessliche Hörer. Aber ja, das lernen wir immer mehr und mehr. Jesus sagt, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Jesus sieht über das Kreuz und er weiß nur noch Stunden,
Nur noch Tage, die kann man abzählen und ich gehe zum Vater. Ich denke, Jesus hatte Sehnsucht, wieder in den Himmel zu gehen. Das ist sein Zuhause und das ist auch unser Zuhause heute. Unser Zuhause dahin, wo wir gehen. Und deshalb lasst uns zu Jesus gehen und mit Jesus zum Vater. Und lasst uns empfangen vom Vater. Er gibt, weil er uns liebt. Er liebt uns, weil wir Jesus lieben und an ihn glauben. Und deshalb gehen wir mutig in den Tag. Wir beten unseren Vater an. Wir beten Jesus Christus, unseren Retter und Messias, unseren Heiland an. Und wir beten den Heiligen Geist an. Er ist jetzt hier, er sorgt für Verbindung, er sorgt für guten Boden, damit es richtig reinkommt in unser Herz. Und dann sorgt er auch dafür, dass es begossen wird. Er sagt uns immer wieder, jetzt geh mal ins Gebet. Bring mir diese Sache. Ich sorge dafür. Ich helfe dir, die Sorge abzuwerfen auf Jesus. Er hat es getragen. Und er bringt uns viele Bibelstellen, die wir schon irgendwann gehört haben und gespeichert in unserem Inneren. Deshalb beten wir jetzt und beten Jesus Christus. Wir gehen miteinander mit dir zum Vater und danken dir, Vater, dass du gibst, weil du uns liebst. Du weißt, was wir heute brauchen und deshalb vertrauen wir auf dich, dass du uns nicht gibst, was uns schadet, auch wenn wir das vielleicht gerne hätten. Aber wir bitten dich um Schutz und Bewahrung, das wissen wir, dass es uns zusteht. Im Vater unser hast du gesagt, bittet darum. Bewahre uns vor dem Bösen. Gib uns alles, was wir heute brauchen. Und hilf uns, dass wir vergeben dort, wo wir vergeben müssen, weil du uns vergibst. Wir beten dich an, wir loben dich, wir vertrauen auf dich, unser Vater. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet, meine lieben Geschwister. Shalom und eine gute Woche noch, einen guten Tag, viel Erfolg und Gelingen in diesem Tag. Amen.